Euer Erscheinen sagt mir, dass mein Angebot euch interessiert. Mein Herr, der Rote Prinz, empfindet euren König als zunehmend lästiges Problem. Ein Problem, das durch den Mut eines Ritters für immer gelöst werden könnte. Er müsste nur auf den richtigen Moment warten. Das Angebot meines Herrn ist einfach. Ihr behaltet das Reich eures Königs und die angrenzenden Ländereien. Natürlich schwört ihr dem Roten Prinzen die Treue. Doch er wird sich nicht einmischen, solange die Steuereinnahmen fließen. Wir werden euch natürlich militärische und finanzielle Unterstützung beim Kampf gegen unseren Feind gewähren. Dies ist ein Zeichen unserer Wertschätzung. Seid ihr einverstanden? Ich vertraue eurem Herrn weniger als dem Herrn, dem ich jetzt folge. Aber da er viel weiter entfernt ist, werde ich mein Glück mit ihm versuchen. Dann haltet euch bereit und wartet auf unser Signal. Ja, unser Verräter ist entlarvt. Wer hätte es gedacht? Ja. Diese kleine Farce, Unannehmlichkeit, wie man es nennen möchte, ist der Grund, warum ich eigentlich Alandra in der Tutorial-Mission gewählt habe. Weil es wird nicht einfach zufällig irgendein Ritter ausgewählt, sondern der Ritter, der die wenigsten Titel inne hat. Wenn es zwei Ritter mit den wenigsten Titeln gibt, also null in dem Fall, dann wird zufällig einer von beiden ausgewählt. Und ich wollte nicht unbedingt, dass es Alandra ist. Weil es mir lieber ist, Kestrel aus meinem Trupp zu verbannen, also aus meiner Tafelrunde zu verbannen, als Alandra. Weil ich Kestrel absolut nicht leiden kann. Aber ja, dadurch, dass wir jetzt auch noch Zahir mit Alandra gemacht haben, bleibt sowieso nur noch Kestrel. Mit den wenigsten Titeln. Also den wenigsten Missionen, die wir gespielt haben. Es ist immer der Ritter, also den, den wir am wenigsten benutzen und mögen. Gut. Starten wir jetzt in die nächste Mission, Montecito. Ob es da Casinos gibt? So, und hören uns die Missionsbeschreibung an. Euer Majestät, verzeiht. Einer der unseren wurde in einer persönlichen Angelegenheit abberufen. Doch das hier kann nicht warten. Uns bietet sich eine einmalige Chance im Land des Roten Prinzen, in der Baronie Montecito. Der Kastellan von Montecito will sich gegen seinen Herrn, den Roten Prinzen, auflehnen. Er legt das Schicksal seiner Stadt in unsere Hände. Um die Rebellion zu unterstützen, müssen wir zuerst Montecitos Wirtschaft stärken, damit wir in der Lage sind, Truppen zu rekrutieren und die Stadt zu verteidigen. Die umliegenden Dörfer der Stadt werden sich mit uns verbünden, wenn wir Erfolg haben. Wir müssen die Dörfer unterstützen, damit sie sich gegen den Roten Prinzen verteidigen können. Erstürmen wir die Höhle des Löwen, Euer Majestät. Lasst mich den Angriff führen. Das wäre eine Möglichkeit. Ich kann dem Roten Prinzen und seinen Schergen die Taten in Narlind niemals vergeben. Bitte, lasst mich die Sache regeln. Wäre eine Möglichkeit, die zweite Möglichkeit? Lasst mich die Rebellion gegen den Roten Prinzen anführen. Ihr werdet es nicht bereuen. Ah, Rebellion sind die so schön. Wir müssen vorsichtig sein. Wir sind nah an Rosso Torres, der Heimat des Roten Prinzen. Ich wäre die klügste Wahl. Ja, wir sind nah an der Heimat. Zu lange schon kämpfen wir gegen den Roten Prinzen. Erweist mir die Ehre, diese Rebellion vor seine Tür zu tragen. Ja, ich glaube, ich nehme Hakim, weil wir Hakim die letzte Mission verwehrt haben. Wir müssen ja auch die Wirtschaft stärken und dadurch, dass wir Baumaterialien sparen, können wir das schneller machen. Also nehmen wir Hakim. Der Kastellan von Montecito will sich gegen den Roten Prinzen erheben. Wir müssen die Wirtschaft Montecitos stärken, um Truppen auszuheben und die Stadt zu verteidigen. Auch den umliegenden Dörfern müssen wir beistehen. Seid gegrüßt, meine Freunde. Lange genug hat der Rote Prinz euch und die anderen Siedler unterdrückt.
Nun ist die Zeit gekommen, sich gegen ihn zu erheben. Wir heißen euch willkommen, edler Ritter. Ihr scheint unsere Notlage zu verstehen. Wir danken euch für euren Beistand gegen den Roten Prinzen. Wir brauchen einen Anführer, wenn wir uns befreien wollen. Wir haben von euren Erfolgen gehört und vertrauen euch. Gut. Der Rote Prinz wird versuchen, diese Rebellion im Keim zu ersticken. Wir müssen Montecito um jeden Preis verteidigen. Hey, wir haben eine Farm. Wir müssen unser Kloster beschützen. Bitte schickt uns Holz, damit wir eine Palisade bauen können. Wir benötigen etwas Holz. Meine Kenntnisse der Architektur reduzieren die Kosten für den Ausbau von Gebäuden. Wir benötigen Holz, um eine Palisade zu errichten. Ansonsten wird der Rote Prinz uns überrollen. Also ja, wir brauchen Holz, viel Holz. Das heißt, wir sollten gucken, wo wir uns Holzfäller hinsetzen können. Hier zum Beispiel wäre auch noch ein guter Platz für einen Holzfäller, weil der ist ja da unten mit seinen Wäldchen. So, hier können wir Jagdwild uns holen. Und am besten auch gleich Eisen. Ei. Hier wären zwei Steinbrüche noch. Was praktisch wäre. Gut, blenden wir den mal aus. Wir haben also viel zu tun. Wir haben ein Zeitfenster wieder, aber das ist jetzt nicht ganz so schlimm wie bei anderen Missionen. Zu welcher Region gehörst denn du? Fischgrund. Könnte ich auch dahin oder dahin setzen? Ich setze dich dahin. Ei! Jawohl! Das war schon mal gut, dass wir Hakim gewählt haben. Sofort. Verstanden. Weil mit Hakim haben wir die Möglichkeit zur Not. Ja. Zur Not Soldaten zu übernehmen. Jawohl. Verstanden. So, die brauchen jeweils 40 Holz, also sollten wir wirklich die Holzproduktion gut anwerfen. Also auch am besten noch hier eine Holzfällerhütte errichten. Oh, das ist vielleicht doch nicht ganz so gute Idee. Wie ihr wünscht. Ei! Ei! Sofort. Farm hier ausbauen. Für was haben wir zwei Getreidefarmen? Die da bitte abreißen. Die ist unnötig. Dann lieber hier noch ein bisschen für mehr Getreide sorgen. So. Gut. Das grenzt wieder an ein Gebiet des Roten Prinzen an. Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können.
Sofort. Wo sind jetzt die Truppen des Roten Prinzen hin? Auf euren Befehl. Patrouillieren die zufällig? Das wäre auch interessant. Ja, die scheinen zu patrouillieren. Sofort. Sofort. Wie ihr wünscht. Kann ich die Patrouille abfangen? Wie ihr wünscht. Folgt mir. Kämpft für die gute Sache. Schon unterwegs. Auf euren Befehl. Sofort. Wie ihr wünscht. Ei. Sofort. Wow, da kommt eine ganze Armee an Bogenschützen. Ei. Ei. Auf euren Befehl. Ich werde angegriffen. Na, hoffentlich nicht so stark. Ja, für mehr Holz sorgen. Mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Kommt und seht meine Waren. Also ja, ich wollte hier eigentlich... Ich werde angegriffen. Ich kann feindliche Soldaten überzeugen, die Seiten zu wechseln und für meine Sache zu kämpfen. Alles klar. Verstanden. Ja, aber auch nur, wenn... Verstanden. ...die Fähigkeit bereit ist. Oh ja, hier müssen wir uns auch noch kümmern. Also hier Stein. Und hier noch mehr Holz. Ei, schon unterwegs. Holzfällerhütte ausbauen. Ja, keine schlechte Idee. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Verstanden. Verstanden. Also hier richtig ein Steilbruch. Das ist gut. Da hier so viel Holz ist, noch eine Holzfällerhütte. Verstanden. Jawohl, jawohl. Oh, hier könnte ich Söldner anheuern. Die sind allerdings teuer. Jawohl. Also nee, erstmal nicht. Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. Erstmal hier die Ruine. Alles klar. Warum habe ich das Steinbruch gebaut? So oft kann man sich das nicht so arg verklicken, oder? Wie ich das in letzter Zeit hinkriege. Jedenfalls in diesem Spiel hier. So, die beiden sind fertig ausgebaut. Sofort. Ei. Okay.
Gehen wir einfach mal die Gebäudeliste durch. Ausgebaut, ausgebaut. Du wirst ausgebaut. Du musst ausgebaut werden. Du musst ausgebaut werden. Du musst ausgebaut werden. Du musst ausgebaut werden. Du solltest mal ausgebaut werden. Du bist ausgebaut. Ihr beide seid auch ausgebaut. Du bist ausgebaut. Gut. Burg ausbauen. Oh, da ist noch... Ne, die habe ich schon, oder? Ei, sofort.